Also zunächst möchte ich natürlich die Gelegenheit ergreifen, um mich bei den Initiatorinnen und Initiatoren zu bedanken für das, was hier entstanden ist. Und ich finde es auch großartig, dass so viele heute da sind. Und ich denke, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen mir und der sogenannten schweigenden Mehrheit. Ich habe viele Möglichkeiten, mich zu artikulieren. Und das tue ich auch bei jeder Gelegenheit. Ich meine, dass das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten in Österreich erlebt haben, ein wirklich erbärmliches Schauspiel ist, das sich kein Mensch mehr ansehen mag. Und ich meine auch, dass es zum Schämen ist, denn für eines der reichsten Länder der Welt ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass es doch möglich sein soll, dass wir Menschen, die fliehen, aufnehmen, dass wir ihnen ein Zuhause geben, dass wir ihnen einen warmen Empfang sozusagen auch aufbereiten können und dass wir doch mindestens in der Lage sein sollten, die Unterbringung, die Verpflegung, die Frage des Schlafs. Okay, das ist eine Sabotage, ja? Eindeutig. Jetzt bin ich auch die schweigende Mehrheit. Hört man nicht? Entschuldigung. Ja, wir haben hier immer wieder ein Stromproblem. Wir haben die ersten Tage mit zwei Generatoren hier gearbeitet, die Generatoren. Einer davon wird uns von den Grünen zur Verfügung gestellt. Danke dafür an dieser Stelle. Der hat mir den Geist aufgegeben wahrscheinlich. Nein, der nicht. Wir haben jetzt gerade den Strom direkt aus der Strombüchse bezogen, aber scheinbar will man das nicht mehr. Ja, genau. Wir arbeiten daran. Es wird jetzt, glaube ich, hoffe ich, der Generator stattdessen angeworfen. Der zwar ein bisschen Lärm macht, aber ich glaube, das werden wir schaffen. Gut. Ich kann derweil eigentlich auch recht furchtbar laut schreien, ja? Also gar nicht auch so reden. Beziehungsweise, vielleicht können wir irgendwann einmal auch... Also, nein. Also, ich meine, wie gesagt, dass es doch eine Selbstverständlichkeit ist, dass man organisieren kann, wo Menschen in einem Land wie Österreich schlafen können, wo sie essen können, wo sie untergebracht werden können. Das heißt, diese Unfähigkeit, die hier an den Tag gelegt worden ist, ist nicht länger zu dulden. Und daher müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir in den nächsten Tagen eine Lösung haben. Ich will dazu sagen, dass Wien zwar die sogenannte Quote, was auch immer das sein soll, nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt, dass es aber sehr wesentlich ist, dass wir erreichen, dass andere Gemeinden, dass jede österreichische Gemeinde einfach ihren Beitrag auch dazu leistet. Und somit bewerte ich die Initiative, die heute vorgestellt worden ist, sozusagen die Gesetzeslage so zu ändern, dass man einfach die Flüchtlinge zuweisen kann, ohne Zustimmung der Bürgermeister, die bewerte ich zunächst positiv. Wesentlich ist aber, dass wir sicherstellen, dass auch die Betreuungsstandards passen. Und darauf werden wir Grüne ganz genau hinschauen, bevor wir unsere Zustimmung zu dieser Verfassungsänderung überhaupt geben. So, jetzt hoffen wir einmal, dass der Strom wieder da ist. Ja. Danke. Danke für das Aggregat. Wir hatten Probleme, wir haben die Staatsoper angefragt. Vielleicht gibt es irgendwann Strom mal von da unten. Ich glaube, sowas gibt es irgendwie, so eine Möglichkeit gibt es. Das wird uns sehr helfen in nächster Zeit. Was sagst du denn zu dem Fünf-Punkte-Programm, das der das Weimann heute in der Früh vorgestellt hat? Ja, wie gesagt, grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Man könnte natürlich sagen, warum erst jetzt? Und einmal mehr, ich kann das nur wiederholen, worum es jetzt geht, ist unabhängig von der grundsätzlichen Lösung der Unterbringung, unabhängig davon, dass man jetzt auch erreichen kann, dass alle Gemeinden ihren Beitrag leisten, wesentlich ist, dass wir jetzt auch daran arbeiten, dass die Betreuungsstandards stimmen. Darauf muss man genau schauen. Wesentlich ist auch, dass die Tagsätze erhöht werden, damit auch die NGOs ihre Arbeit auch tatsächlich erledigen können, so wie man es braucht. Das ist für mich das Ziel, das ist auch mein politisches Ziel und ich denke, dass wir diese Ziele eigentlich alle auch nur gemeinsam erreichen können, wenn wir genug Druck ausüben. Vielleicht ein letztes noch, besonders schwierig ist für mich auch die Frage der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
Wir wissen, dass es mehr als 700 aktuell sind in Kreiskirchen, davon übrigens über 200 Kinder unter 14. Ich finde es gut, dass Wien heute auch beschlossen hat, die 50 Mädchen zu übernehmen in Betreuung. Im Vorfeld hat es sehr viele Gespräche, viele unzählige Gespräche gegeben, und zwar auf allen Ebenen, eben mit dem Wunsch auf unsererseits, dass wir unsere Infrastrukturen, die wir hier haben, wir haben auch etliche leerstehende Objekte, ältere Heime etc. öffnen und zur Verfügung stellen. Aber für mich ist auch das nur ein Schritt in die erste und richtige Richtung. Worum es geht, ist hier, dass wir auch versuchen, möglichst rasch auch eine Lösung für alle Kinder zu erreichen. Weil für mich ist es undenkbar, dass Kinder einfach ja, also in unwürdigen Zuständen untergebracht sind, keine Schule besuchen können. Also das ist für mich das A und O, dass in einem Land wie Österreich und in einer Stadt wie Wien alle Kinder einfach die Standards der Jugendwohlfahrt genießen sollten. Danke. Ich wollte nur fragen, wenn die Frau Wasilacke schon da ist, hat wer vielleicht Fragen aus dem Publikum an die Frau Wasilacke? Gibt es eine Frage von euch? Ups. Bezogen auf das, was eh geschrieben worden ist, zum Beispiel dieser 60-jährige Mann, der hier im Publikum gesessen ist und gemeint hat, er hat eine 8000 Quadratmeter große Halle, die er zur Verfügung stellen kann, und dem Innenministerium das geschrieben hat und die nicht einmal darauf geantwortet haben, zwei Wochen lang. Was sagen Sie dazu? Also ich meine, ich verstehe schon, dass gewisse Standards eben herrschen sollten, Hygiene und so weiter, aber ich denke mal, alles immer noch besser wie in irgendwelchen Zelten oder ohne überhaupt irgendwas auf der Wiese, im Gatsch, ja, wie auch immer, zu liegen. Ja, ich kann nur wiederholen. Also für mich ist das, was wir alle erlebt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, absolut unverständlich. Österreich hat große Erfahrung darin, auch größere Menschenmengen, die ankommen, aufgrund von Kriegssituationen zum Beispiel. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, auch in der Zeit, als die Bosnien-Flüchtlinge gekommen sind. Es ist nicht so, dass wir kein Know-how hätten, wie man so etwas organisiert. Das heißt, warum man hier derart sträflich nachlässig gehandelt hat, warum man die Situation zu einer derartigen Eskalation, zu einer derartigen Zuspitzung führte, das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss, denn persönlich kann ich nicht glauben an dieses Ausmaß an Inkompetenz. Es hat sehr viel Versuch aus der Bevölkerung zu unterstützen, die Bereitschaft war groß. Es gibt zudem ja auch sehr viele Pensionen, die leer stehen, die auch bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Das heißt, es mangelt nicht an Quartieren. Ich sage schlicht und ergreifend, es mangelt an den Willen dazu. Und deshalb finde ich es auch so gut, dass zumindest heute wir endlich erlebt haben, dass etwas weitergeht in die richtige Richtung. Jetzt gilt es aber rasch dafür zu sorgen, dass, wie gesagt, auch alle Gemeinden ihren Beitrag leisten. Und wesentlich ist auch, dass man einmal mehr, und das kann ich wirklich, also ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe in den vergangenen Monaten, dass man die Parksätze dergestalt erhöht, dass nicht nur die Betreuung in den Pensionen leichter wird, weil es nicht leicht ist, mit diesen Parksätzen, vor allem im Westen Österreichs, Zimmer anzumieten, sondern dass es auch möglich wird für sehr viele, sich selbst zu kümmern um ihre eigene Unterbringung. Weil was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sehr viele Verwandte haben, Freunde haben, Netzwerke haben, auf die sie zurückgreifen können, wo sie dann auch untergebracht werden können, und zwar nicht nur menschenwürdig, sondern auch noch geliebt werden, schlicht und ergreifend. Einfach menschliche Wärme um sich haben. Ja, es sind Menschen. Und da gilt es, einfach zu ermöglichen, dass das rascher und leichter geht, weil ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass etliche hier sich auch auseinandergesetzt haben mit der Materie. Wenn jemand privat untergebracht werden will, ist das wirklich eine Sisyphusarbeit, die man erledigt haben muss, bis man überhaupt die Erlaubnis kriegt, bei Verwandten unterzukommen. Also das ist alles ein Stück weit absurd. Es kostet am Ende unnötig mehr Geld. Selbst wenn wir das von dieser Seite her beleuchten würden, muss man sich am Kopf greifen. Und es ist menschenunwürdig und schlicht und ergreifend, wie gesagt, einmal mehr zum Schämen, daher weitermachen. Wir machen alle weiter, wir kämpfen alle weiter, und ich bin sicher, das Problem wird
wird jetzt endlich, die Dinge werden ins Rollen kommen und ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen eine entspannende Situation erleben werden. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Ich habe heute Gelegenheit gehabt, mit dem Kabinettschef der Innenministerin zu telefonieren. Ich kann da auch gern mehr darüber erzählen, aber jetzt zu dieser Frage mit den Angeboten aus der Bevölkerung habe ich ihn auch konfrontiert. Und er sagte, dass in Wien, dadurch, dass hier die Quote übererfüllt ist, keine zusätzlichen Quartiere eingerichtet werden, auch wenn es solche Angebote gibt. Stimmt das? Nein, die Schwierigkeit, Menschen privat unterzubringen, hat mit diesem, ja, mir tut es leid, mir fällt kein anderes Wort dafür ein, mit diesem hochgradig schuligen und zum Teil auch hochgemeinen Gebilde an Regeln, die es gibt, und an Bürokratie, die bewältigt werden muss, bis man überhaupt, wie gesagt, die Erlaubnis kriegt. Worum es eine politische Auseinandersetzung gegeben hat in den vergangenen Monaten war, dass Wien gemeint hat, Wien, wie gesagt, erfüllt nicht nur bloß, sondern übererfüllt die Quote und das schon seit Jahren stabil. Darauf bin ich auch stolz. Nur wenn man weiß, dass es andere Bundesländer gibt, die das nicht tun, und wenn man weiß, dass Niederösterreich, also der Landeshauptmann Bröll, allen Ernstes behauptet, Niederösterreich erfüllt die Quote und rechnet die Obdachlosen in Reiskirchen dazu, das ist ja zynisch. Und nein, das ist menschenverachtend, im Ernst. Und Wien hat hier auch sehr stark die Position vertreten, es müssen auch die anderen Bundesländer ihren Beitrag leisten. Aber einmal mehr, diese Debatte können wir seit heute insofern als zum Teil erledigt betrachten, denn wenn mit der entsprechenden Verfassungsänderung die Unterbringung zentral gesteuert werden kann, dann haben wir auch die Möglichkeit, in allen Bundesländern in den Gemeinden zuzureisen. Und damit ist schon mal, wie gesagt, das größte Problem gelöst. Dann bleibt noch die Frage des Handels. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage, weil sonst, das ist uns auch etwas mitgebracht, so wie alle anderen, einen künstlerischen Beitrag. Gibt es noch eine Frage, dann sonst gebe ich das Mikrofon nochmal für das Gebiet. Gut, also ich habe lange überlegt, was ich mitbringe, weil ich nämlich keine gute Vorleserin bin. Ja? Da gibt es andere, die das gelernt haben und das viel besser können. Ich habe dann gedacht, ich bringe ein Gedicht mit. Aber bevor ich es lese, erzähle ich ein bisschen was dazu, wie ich auf dieses Gedicht gekommen bin und warum es mich so bewegt. Ich komme selbst aus einem Land, in dem sehr viele haben flüchten müssen, in den 70er Jahren, eigentlich schon in den 60er Jahren. Es hat politische Verfolgung Andersdenkender gegeben, es hat Folter gegeben, es hat grauenhafte Folterinseln sogar, also Orte gegeben, die man als Konzentrationslager aus heutiger Sicht bezeichnen kann. Und Tausende von Menschen haben damals überlebt, weil man bereit war, in anderen Ländern, in Österreich, in Frankreich, in England, all diesen politischen Flüchtlingen ein neues Zuhause zu geben, Sicherheit zu geben, wo sie dann jahrelang gelebt haben, bis Griechenland endlich eine Demokratie geworden ist im Jahr 1975. In diesen Jahren war ich Kind und mich hat das alles sehr stark geprägt, weil man erlebt es natürlich auch aus der Perspektive derjenigen, die zurückbleiben und warten und bangen und zittern und hoffen, dass man zurückkommt. Und als ich dann in Österreich war, bewegte mich sehr stark die Geschichte all derjenigen, die hier nach dem Anschluss versuchten zu fliehen, aber nicht wegkommen konnten. Und grauenhafte Morde flogen. Und all derjenigen, die es mit Mühe und Not schafften zu fliehen, weil man immer, wenn man über Flucht und Asyl spricht in Österreich, vergisst, wie viele Österreicher und Österreicherinnen vor gar nicht allzu langer Zeit selbst in der Lage waren, diese furchtbare Bürokratie erledigen zu müssen, tagelang in diesen Schlangen vor den fremden Botschaften zu stehen, in der Hoffnung, dass man das lebensrettende Visum erhält und dann in Ländern geflüchtet sind, wo sie zunächst
manchmal sogar als Aliens, die unter Verdacht waren, dass sie womöglich Kriegshandlungen vorbereiten, sogar interniert wurden. Einer davon war Theodor Cramer. Er war Dichter, er war Lyriker, er war Autor, er war Jude und er war Sozialist. Und nach dem Anschluss hatte er Berufsverbot. Seine Schriften kamen auf die Liste der schändlichen und gefährlichen Schriften. Er schaffte es mit Mühe und Not, nach seiner Frau nach England zu fliehen, und dort wurde er interniert und später dann aber hat er ein Zuhause gefunden, bekam die Staatsbürgerschaft, und als er in England frisch war, hat er dieses Gedicht geschrieben. Und dieses Gedicht, als ich es gelesen habe, hat mir aus der Seele gesprochen. Es kommt übrigens aus einem Sammelband. Nein, ich meine, dort habe ich es gefunden, logischerweise. Das Sammelband heißt Das andere Österreich. Und ich kann es wirklich allen sehr, sehr empfehlen. Also dieses Gedicht ist ein Gedicht eigentlich zum Thema, wie fühlt sich aber jemand, der sich gerade auf der Flucht befindet, der gerade wo neu angekommen ist, der das Gefühl hat, auch nicht allzu willkommen zu sein. Was geht eigentlich in einem vor? Und weil das ein Österreicher war, will ich es uns allen vorlesen. Also, das Gedicht heißt, es mögen andere eine Heimat suchen. Es mögen andere eine Heimat suchen. Ich bin von meiner für die Zeit verbannt. Ich bin nicht da zu preisen, noch zu fluchen. Im Lärm der Stille bin ich zugewandt. Die Sprache lerne ich nicht, um zu gestalten. Es ist für mich genug, sie zu verstehen. Des fremden Landes Sitten einzuhalten. Es drängt mich nicht, in ihnen aufzugehen. Mein Auftrag, mir von Anbeginn gegeben im Mutterlaut, ist mir zurzeit verhüllt. Ich kann ihn nicht enträtseln, nur erleben. Ihn, der sich einzig im Gedicht erfüllt. Wenn wir einst kommen, und wir kommen wieder, bin ich zu lernen, nicht zu lehren da. Fürs Erste mögen meine kleinen Lieder auch heute schon singen, was mir einst geschah. Es mögen andere suchen eine Bleibe und nützlich werden der und jener reich. Doch wo ich stehe und was ich immer treibe, dort steht und lebt ein Stückchen Österreich. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für deine Unterstützung. Vielen Dank.